Vorweg gesagt, Respekt an alle Menschen, die auch im gesetzten Alter für ihre politischen Ansichten auf die Straße gehen. Aber man möge dabei auch den eigenen Grundsätzen treu bleiben und nicht pauschal und hasserfüllt alles, was nicht der eigenen Überzeugung entspricht, versuchen zu diffamieren und in eine politische Ecke zu verorten, die unangemessen ist. Kurz zur Geschichte der Initiative Oma gegen Rechts. Am 27. Januar 2018 auf Facebook gegründet, inspiriert von der schon seit November 2017 in Wien, Österreich existierenden Gruppe Oma gegen Rechts. Es gibt eine Vielzahl von selbstständigen deutschlandweiten Regionalgruppen, die unter dem Dachverband Oma gegen Rechts Deutschland e.V. als eingetragener gemeinnütziger Verein organisiert sind, der sich am 26. Februar 2019 gegründet hat. Die deutschlandweite Facebook-Gruppe umfasst mehr als 4.500 Mitglieder. Die gesamte Mitgliederanzahl wird selbst auf über 30.000 Unterstützer geschätzt. Die Initiative erfuhr die letzten Jahre sehr viel Aufmerksamkeit und Zuspruch durch die vornehmlich linksorientierte Politik und deren Medien und wurde 2020 durch den Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem Paul-Spiegel-Preis für ihre Zivilcourage geehrt. Sie stellt sich als eine zivilgesellschaftliche, überparteiliche Initiative dar, die sich in den politischen Diskurs einmischen will. Es geht ihnen um die Erhaltung der parlamentarischen Demokratie in einem gemeinsamen Europa und um den Einsatz für die gleichen Rechte aller in Deutschland lebenden Frauen, Männer und Kinder. Der Grundsatz lautet: Herz statt Hetze als zivilgesellschaftliche Initiative gegen Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Faschismus. Die Initiative Oma gegen Rechts steht verschiedenen antifaschistischen, auch linksextremistischen Netzwerken nahe, deren Methoden leider auch oftmals mit Gewalt einhergeht, um die politischen Ziele umzusetzen. Eine offizielle Abgrenzung zu diesen linksextremistischen Gruppen wird durch das Engagement von Gewaltlosigkeit auf der eigenen Webseite formuliert, aber man duldet bei den eigenen Aktionen extremistische und faschistische Auftritte von Linksextremisten. Der Name Oma gegen Rechts suggeriert, dass man grundsätzlich gegen jede Form von politisch rechtsorientiertem Handeln aufbegehrt, speziell gegen die AfD, ohne dabei die rechten politischen Strömungen bei den Parteien wie zum Beispiel Freie Wähler, CDU, CSU zu bewerten. Hier besteht für mich deutlicher Klärungsbedarf, da sogenannte rechte Politik grundsätzlich mit ihrem Fokus vornehmlich auf nationale Interessen in unserer Demokratie ein legitimes Anliegen darstellt. Erschreckend, wie ich finde, wird ignoriert, dass nach 1945 sehr viele ehemalige Mitglieder der NSDAP maßgeblich in den Altparteien SPD und CDU einen neuen Wirkungskreis erhielten und bis weit in den 50er Jahren aktiv und auch ungestraft aktiv waren. Eine offizielle Aufarbeitung seitens der Omas gegen Rechts findet hier nicht sichtbar statt. Ebenso wenig distanziert man sich von Linkspopulismus, sondern steht angeblich auf gegen vermeintliche Rechtspopulisten und sogenannte Querdenker, die regelmäßig in Berlin die Aktion Menschen mit Schildern in Tempelhof und Steglitz durchführen, um ebenfalls auf die Missstände in Politik und Gesellschaft aufmerksam zu machen. Hier ein paar Beispiele von Linkspopulismus. Natürlich ist die SPD ganz vorne mit dabei, wenn die Zivilgesellschaft hier auf die Straße geht, um unsere Demokratie zu verteidigen. Das ist hier heute keine Parteiveranstaltung, sondern das ist die Veranstaltung der Anständigen gegen rechts und somit auch gegen die AfD, weil die AfD steht der Demokratie entgegen. Aber an dieser Grundlage unseres Zusammenlebens wird von rechtsradikalen Rassisten, Antisemiten, Menschen- und Demokratiefeinden gesägt. Und dazu zähle ich ganz explizit auch die AfD. Zum Schluss will ich noch etwas zu den Klimaleugnern hier auf der rechten Seite sagen. Darum sind sie eine gefährliche Gruppierung. Zeigt das bürgerliche Parteien aus, dass sie das machen, und dazu gehören die vier, und sie sind keine bürgerliche Partei. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Und ein letztes Wort zu Ihnen, meine Damen und Herren, von der sogenannten Alternative für Deutschland. Sie haben in den letzten Tagen und Wochen Ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie machen gezielt und seit langer Zeit geplant gemeinsame Sache mit Rechtsextremisten jedweder Herkunft. Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören.
Bei einer Geheimkonferenz haben diese Extremisten darüber beraten, wie sie Millionen von Menschen aus unserem Land vertreiben können. Ich vermisse ein deutliches Signal und sichtbare Aktivität gegen weitere real existierende Probleme in unserer Gesellschaft wie Alters- und Kinderarmut, desolates Gesundheits- und Bildungssystem, Wohnungsnot, gescheiterte Migration von Menschen, die hier in Deutschland legitim eine neue Heimat suchen, kontraproduktive Energie- und Wirtschaftspolitik und auch eine der eigenen Heimat schadende Außenpolitik, um nur ein paar Beispiele für die gesellschaftspolitischen Missstände aufzuzählen. Es war mir bis heute nicht möglich, ein respektvolles und aufklärendes Gespräch mit den Akteuren der Initiative in Berlin zu führen, da man grundsätzlich Menschen, die offenbar eine andere kritische Meinung als man selbst vertritt, ablehnt und vorschnell und pauschal als Nazi beschimpft, sie als sogenannte rechtsextreme Aktivisten oder AfD-Sympathisanten denunziert. Dieses Verhalten widerspricht offenkundig den eigenen Grundsätzen und bekundet meiner Wahrnehmung nach wenig Weitsicht und Sensibilität, die ich gerade im fortgesetzten Alter grundsätzlich unterstelle. Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Veranstaltung interessieren. Wir sind natürlich für das Recht auf heterogene Berichterstattung, aber leider führen manche Berichte auch zu einer Diskreditierung demokratischer Vorgänge und deswegen geben wir Ihnen kein Interview, denn Ihre Berichterstattung spricht ja für sich und bedarf eigentlich keiner Stellungnahme unsererseits. Also ich kann Ihnen sagen, ich bin live, das heißt, ich kann natürlich hier überhaupt nichts verschönen irgendwas. Das wissen wir schon, aber es gibt ja nachher Kommentare und dergleichen. Ja gut, das ist natürlich auch die freie Meinung der Zuschauer, ne? Also von daher, die natürlich auch ihre Meinung haben. Und ich hätte mich natürlich sehr gefreut, aber gut, wenn das nicht gewünscht ist, ist das nicht gewünscht. Ich würde mir sehr wünschen, in den direkten und respektvollen Dialog zu kommen, um auch das durchaus berechtigte Anliegen dieser Initiative zu stützen und besser verstehen zu können. Und ich wiederhole mich nochmal. Respekt an alle Menschen, die auch im gesetzten Alter für ihre politischen Ansichten aktiv sind. Dies sollte aber tatsächlich für alle Menschen gelten, solange diese nicht gewaltvoll extremistisch oder mit faschistischen Methoden ihre Ansichten versuchen durchzusetzen. Alle gemeinsam gegen Extremismus und Faschismus und für einen offenen politischen Diskurs, respektvoll und auf Augenhöhe. Danke für die Aufmerksamkeit.